Sehr geehrter Präsident, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist wohl der treffendste Satz, wenn es um Umfragen und Statistiken zum Nichtraucherschutzgesetz geht. Emotional aufgeladen, hochmanipulativ ist quasi alles, was man dazu vernehmen kann. So geht die DEHOGA mit den Zahlen zu ihren Umfragen und Statistiken hausieren, ebenso wie es die Grünen mit einer Umfrage von Infratest DIMAP tun, die natürlich zu einem komplett gegenteiligen Ergebnis kommen. Und man kommt nicht umhin, zur Erkenntnis zu kommen, alles Quatsch. Die Frage ist doch, wen frage ich bei solchen Umfragen? Oder besser noch, wen sollte ich denn fragen? Denn abhängig davon, wen ich befrage, erreiche ich das Ergebnis, das ich mir gewünscht habe. Oder wie ich eingangs sagte, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Fragen Sie die Betroffenen, also die Menschen, die Kneipen regelmäßig besuchen. Fragen Sie doch dort. Fragen Sie gleich viel Raucher wie Nichtraucher. Oder fragen Sie von mir aus auch statistisch angemessen ein Drittel Raucher und zwei Drittel Nichtraucher. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin halten wir uns besser alle zurück mit interessensgesteuerten Umfragen, denn diese Umfragen sind alles, aber nicht repräsentativ für die Gastronomie. Also, was hat es uns gebracht, das Nichtraucherschutzgesetz? Die DEHOGA sagt, Umsatzeinbußen bei 81% aller Gastwirte. Sie legt zudem weitere Zahlen vor, die dem Gesetz aus Sicht der Gastwirte keine gute Note bescheiden. Aber auch hier gilt, ich wüsste es gerne konkret. Ich wüsste sehr gerne ganz genau, was das neue Nichtraucherschutzgesetz wirklich gebracht hat. Deswegen kann man dem Antrag der FDP eigentlich nur zustimmen. Dies nicht zu tun, bedeutet, man will die Wahrheit gar nicht wissen. Man will lieber in seiner eigenen Infobubble rumschwimmen und die Augen vor der Realität verschließen. Der Antrag hat uns gut gefallen. Wir werden dem zustimmen. Leider wollte die FDP uns nicht dabei haben, was ich schade finde. Aber sei es drum, dann halt nicht. Dabei hätten wir gerne das fehlende Element, nämlich die E-Zigarette, nachgetragen, was wir nun mit unserem Änderungsantrag versuchen. Die E-Zigarette hat Rot-Grün ja letztes Jahr schwuppdiwupp einfach dazugepackt, ohne jeden Beleg, ohne jeden ersichtlichen Grund, einfach weil man es kann, man ist ja Regierung. Entschuldigung, ich muss da fragen, liebe SPD, gegen was habt ihr das Nichtraucherschutzgesetz im Tausch eigentlich ausgekungelt? Ich hoffe, es war wirklich was Großes, denn die Menschen, die sich bevormundet fühlen, sehen da eben nicht nur die Grünen, sondern auch und vor allem die SPD, die das mitgetragen hat. Ja, nicht alle bei euch. Und bei denen, die sich bevormundet fühlen, bilden die Dampfe eine Fraktion von Menschen, die sich sehr genau mit ihrer Dampfe auseinandergesetzt haben und das Verbot in die gleiche Liga schieben wie den Globuli-ESO-Kram. Die packen sich da draußen an den Kopf und fragen sich, welche Fähigkeiten man als Politiker wohl haben muss oder auf wie viele Fähigkeiten man locker verzichten kann. Und ich kann Ihnen sagen, das Ergebnis sieht nicht gut aus für die Politik. Schauen Sie sich in diesen Kreis mal um. Viele Dampfer haben die Zigaretten zum großen Teil oder ganz weggepackt und freuen sich darüber, dass sie sich und in ihrer Umwelt weniger schaden. Und dass sich die Nichtraucher in ihrer Umgebung selten bis gar nicht daran stehen. Bitte beenden Sie diesen Feldzug gegen die E-Zigarette. Kommen Sie zurück zu belegbaren Fakten und nehmen Sie die Anträge an. Vielen Dank.